Warte, warum machst du denn gerade aufbauen? Ansonsten, wie geht's dir so? Ja, schlechten Menschen geht immer gut, ne? Oh, ich höre es irgendwie heute öfter. Warum ich das selber gesagt habe. Testschrauben. Ich sollte meinen Lenkrad auch einstecken, ne? Wäre eine sehr gute Option. Moin, Selfie. Das Thema von gestern hat sich erledigt. Aber das Einzige, was du verpasst hast, gerade IC, was mir Chefverwaltung mitgeteilt hat, Hansen hat die Inhaberschaft abgegeben von Adventure. Da bin ich nachgerückt. Und ja. Immer von gestern hat sich aber erledigt. Achso, und die SRRs, die sind jetzt trotzdem in unserem Besitz, aber für die Rennstrecke. Auch wenn es die TÜV-Varianten sind, aber die sind jetzt bei uns. Ich bin jetzt Big Boss, ja. War ich eigentlich sowieso schon, weil Jensen sowieso nur im Hintergrund agiert hat. Hat nur darauf geachtet, dass ich nichts Geschäftsschädigendes mache. Was sowieso nie passiert ist. Und einer liegt am Schrottplatz. Ja gut, der eine ist ja am Schrottplatz, aber wir haben einen Ersatz bekommen. Ja, die Events bleiben abgesagt, ja. Wo stehe ich denn hier? Am Arsch der Welt. Und was machst du da? Möbel kaufen. Ich stehe in Brüssel im Heuballen. Ich find's aber schön, dass dass der Webhook funktioniert. Und übrigens, moin Rainer. Wo stehst du denn? Glaub in Hannover. Weil ich da das Skripthook oder das Discord Webhook ausprobiert hatte. Hannover, dann komme ich mal nach Hannover. Ja, ich stehe bei Trade Augs. Ich muss mir erstmal die Garage in Hannover kaufen. Wieso müsst ihr euch denn Garagen kaufen? Ach, da war Schnellreise dahin. Wenn ich da keine Garage habe, kann ich da auch keine Schnellreise machen, du Pappnase. Ich kann überall Schnellreise hin machen, ich habe da gar keine Garage. Okay. Wieso kann ich denn sonst Schnellreise Richtung Birmingham machen? Mach da einfach über das Escape in die Schnellreise. Ne, das kann ja jeder. Und das ist dir. Okay, und das willst du nicht machen, oder wie? Du willst Doch. kostenlos reisen, oder was? Über deine Ja. Garage. Ja. Die paar Wo Peanuts, stehst Alter. du? Ja, Hannover. Bei Ja. Trade Augs oder so. Redox. Aber Hansen jetzt abgegeben wegen dir oder der Geschichte von gestern? Glaube nicht wegen mir, wenn doch, wäre es ziemlich chaotisch. Aber glaube generell wegen der Sache von gestern. Und halt, weil keine Kundenresonanz da ist bei Events. Gut, okay, ich muss aber auch sagen, die Preise waren relativ hoch. Wo ich das auch verstehen kann, dass da keiner kam. So, dann gucken wir schon mal. Auftragsgebot. Ich kann da schon mal gucken. Wohin kannst du fahren? Ich kann überall hinfahren. Überall, okay.
Was ist denn jetzt gerade los, dass hier überall jetzt Knickgelenker stehen? Ich nicht. Ist auch ein Event? Nö, das würde man sehen, okay. Kann sehr viel Bagger und so alles fahren. Radlader, Schaufel, Knickgelenk. Oh, hier ist eine Schranke. Ja, auf, danke. Er ist einer ernsthaft Pommes Gaming. Why not? Ja, habe ich gerade gesehen auf der Tab-Liste. So, wohin können wir denn fahren? Wir könnten nach Tirgiurdek in der Türkei. Ey, wie viele Kilometer sind das? 2299. Ja. Ja, lass mal weniger fahren. Wir könnten nach Großbritannien will ich nicht. Wir könnten nach Genua fahren, Italien. Nach Italien, ja. Wenn du willst. Können wir machen. Genua, Italien. Ich fahre Knickgelenk, Dumper, Volvo. Ja, hier stellen wir den eben. Zu welcher Firma fährst du da? Warte. Transport noch was. Ich kann das nicht lesen. Transporti Mediterrano. Also ich drücke einfach Dings. Hast du auch schon ins Bett V an? Transporti Mediterrano. Ja, hab ich an. Müsstest du mich eigentlich sehen. Warum hab ich das, was du da hast, nicht? Transporti noch was. Nee, ich meine deine Fracht, die du da hast. Also. Biege nach links ab. Fahrt in Italien, aber haltet euch fest, damit es euch nicht vor. Alter. Demnächst rechts abbiegen. Rechts abbiegen und dann links abbiegen. Und auch so eine Idee, so eine scheiß Schranke zu bauen. Biege nach links. Das ist irgendwie ein extra DLC, was du da hast. Biege nach rechts. Nö, ganz normal Italien. Nee, ich meine, der Transport, was du da hast. Kann sein, ich hab alles. Kann sein, dass es Schwertern. Nee, Schwertransport ist es nicht, weil ich hab keine Meldung bekommen. Ja, wie Cargo oder so, keine Ahnung. Wie gesagt, ich hab halt jedes DLC von ETS. Also ich habe eigentlich das komplette Game. Komplett. Mit allem drum und dran. Irgendwann wird auch noch ATS nachkommen, aber irgendwie spielt das gar keiner. Außer O'Connor. ATS habe ich tatsächlich auch. Immer geradeaus. Ja, das. Ja, das ist das Volvo Construction Equipment DLC. Dann hole ich mir das nochmal eben schnell in den Fahrerkorb. Ja, ich weiß, dass ATS auch Bock macht, aber ich glaube, das ist nicht so dolle vertreten wie ETS, oder? Nee. Deswegen will ich halt auch eigentlich gar kein ATS spielen, weil du sonst gar keine Sau auf der Straße siehst. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Fortüberweisung, weiter. Und den Konvoi-Mod werde ich auch nicht spielen. Biege nach rechts ab. Biege nach links ab. Oh ja, ja. Gut. Wir sind heile angekommen. Sieht ja wie bei Amazon hier aus, Alter. Überall Paletten, Alter.
geht's. Wahrscheinlich muss ich das Scanner jetzt schon mal neu starten, ne? Naja. Warte, Mensch, dann neu. Alt F4. Alt F4, save dein Gear. Das war Fabi missbrauchen. Von den Paletten weg? Nö, ist auch nicht meine Firma hier. Ah, ich fahre für die Spedition nur. Ein, woher kommt eigentlich hier dieses Lebensmitteleinkauf? Beim Geldding. Ah, du, das ist da so drin, keine Ahnung. Stromkosten, Haftpflichtversicherung, Lebensmitteleinkauf. Nein, Lebensmitteleinkauf ist sogar noch intensiver als die Haftpflichtversicherung. Ja. Guck mal, gewährt das DLC, wo der Fahrgast mit der Word of Track zahlt und verbunden. Juhu. Ach, Lord, das ist mein Privatkonto, okay. So, also unser Firmenkonto hat eine Summe von 967.000. Hm. Stimmt, ich habe ja DLC erwischt, installiert. Ja, wir haben schon Fracht in Höhe von 1 Million Dollar geliefert. Hm. Mal gucken, wo stehe ich? Getankt haben wir schon 19.000. Dup, dup, da, 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 da. Also das ist immer so hell, wenn man rein einloggt. No. Da. Da wollte ich nicht drauf. Ich wollte darauf. Genua. So, wie heißt das, was du da fährst? Das sind Knickgelenk Dumper Volvo A25G. So, müssen noch irgendwelche Aufträge irgendwie abgerechnet werden? Nee, das hast du selber gemacht. Ja, hab ich gerade gemacht. Perfekt. War noch zwei von mir offen. Ja, ich muss aber noch tanken, weil ich werde definitiv nicht ankommen. Ja, ich muss auch. Warum hab ich Schaden? Ach, stimmt, ich war ja Duisburg-Calais unterwegs. Hab ich gesehen. Mit dem Discord-Webhook. Dass du da hingefahren bist. Du hast für die Hinfahrt eine Stunde gebraucht. Ja. Das ist Duisburg-Calais, das ist normal. Das ist da völlig normal für Duisburg-Calais. Wie seht ihr da jetzt an? Gut, wenn ich dir im Weg stehe, die einfach ist groß genug, Alter. So, wo stehen sie denn, junger Paravan? Bei der Firma. Bei Tradox? Ja. Nee. Da, wo ich den Ding schon abgeholt habe. Achso. Ich kann den Namen nicht erkennen, weil ich mit meinem Marker drüber bin. Ah, da hinten bei Sonnenbilder. Ja, fahr ich eben zu dir. Danke, geh auf, danke.
Ach ja. Bist du gleich schon da? Ja, du bist schon da, okay. Wir fahren durch Kassel. Durch Kassel, durch Frankfurt, durch Mannheim, durch Zürich, durch Mailand. Wir müssen nur durch eine einzige Maut. Was zwei. Gucken, kann ich mir irgendwo hier. Okay, machen wir drei draus. Kurz Da kann vor Genua müssen wir auch nochmal. ich eine Tankstelle erkunden. Wir müssen sogar durch den Kreisverkehr. Kurz vorm Ziel. Das ist der einzige, den ich aktuell gerade gespottet habe. Der einzige Kreisverkehr zu sagen, kurz vor Ende. So, können wir dann? Ja, hier, warte mal. Wusstest du, dass wenn du M drückst, hast du oben erkundet, ne? Wenn du da draufklickst, kannst du sehen, was, wie viel du von welchem Land schon erkundet hast. Albanien 0. Ja. Belgien 63,05%. 53. Bosnien und Herzegowina 0. Bulgarien 44,41. Null. Dänemark 61,57. 54. Deutschland 50,93. 43, Estland 42,25. 13, Finnland 13,49. 14, Frankreich 27,21. 2,24, Italien 32,29. 8,6, Kosovo 0. Jo, 0, Kroatien 0. Jo, Lettland 18,84. 9,96, Litauen 24,33. 7,18, Luxemburg 97,85. 0, Montenegro 0. 0, Niederlande 42,97. 80,01. Nordmazedonien 0. Norwegen 2,23. 6,71. Österreich 28,09. 23,82. Polen 57,05. 14,5. Portugal 16,63. 0. Rumänien 42,23. 0. Russland 18,82. 5,7. Schweden 33,01. 36,4. Schweiz 56,70. 0. Serbien 18,60. 11,03. Slowakei 38,54. 0. Slowenien 0. 26,6. Spanien 13,01. 0. Tschechische Republik 53,26. 37. Türkei 37,31. 0. Ungarn 50,99. 4,66. Und Vereinigtes Königreich 22,43. 5,27. Ja, ne, warte mal, wo war ich hier bei 97 in Luxemburg? Ey, gut, okay. Gut. Es ist eh fucking klein. Ja, dann können wir, ne? Ja. Demnächst rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Hup, nee, der Turm muss aufgehen. Demnächst links abbiegen. Biege nach links ab.
der da? Ich frage einfach nicht. Schnell Lenkrad verschieben? Auf der Kran, kann man das machen? Geradeaus. Links halten und dann links abbiegen. Biege nach links ab. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Ich habe eigentlich noch LKW-Schaden. Und 2%. Die Ausfahrt rechts. Geht ja noch nach Duisburg, Olli. Muss noch 21 Sekunden warten, Schwarz. Gaudi, ich dachte jetzt, du ziehst rein, mein Freund, ich hätte dich so weggeschossen. Unbedingt die nächste Tanke aufsuchen. Ja, Tanke klingt nach einer guten Idee. Gucken, wie weit komme ich noch mit meinem Sprit? Ja, ich komme zwar noch 1900, aber. Wie viel hast du? Ja, noch 1900 Kilometer. Ja, 900. Kannst du auch fahren. Ja, wird knapp. Ich habe keine Ahnung, ich fand irgendwie dieses Discord Webhook war so ein schönes Nice to Have. Kann was man, ist das denn? Da kann man sehen, wer was fährt. Achso. Wenn du einen Auftrag beendest, wird das da gepostet. Ja. Deswegen habe ich ja gesehen, was du gefahren bist letztens. Achso. Und halt auch, wie lange du gebraucht hast. Mhm. Hab extra. Duisburg Calais ist eine Stunde aber noch harmlos. Ja, ich stand da mal irgendwie so, keine Ahnung, 3, 4 oder so. Jojo. Bei der FPS haben sich zwar bedankt. Ja. Ganz viele fliegende LKWs gesehen. Ja, was bei den Low FPS manchmal hilft, ist halt die Renderdistanz einstellen von den Innenräumen über das Tab-Menü. Hat bei mir geholfen. Wo wir in, auf der Calais-Strecke waren. Ja. Da vorne kommt eine Tankstelle. Also war schön auf der Zielstrecke, da waren Admin unterwegs, das haben wir nur gesehen, hast kick, 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 und dann wurden glaube ich einmal 5 Stück auf einmal gebannt. Jetzt komme ich 3000 Kilometer weit. Ja, 3124 Kilometer. Ja.
Boah, ich komm grad nicht aus dem Tee, ne? Ja, ich auch nicht. Tröste dich. Ich kämpfe mich hier gerade mit 60 hoch. Ich werde es sogar wieder langsamer. Ja, fühle ich. Und das ist der Nachteil dafür, dass wir nur zwei Achsen haben im LKW. Aber auch keinen Bock, drei Achsen an meinem LKW zu haben, weil ich schon einige Lackierungen nicht benutzen kann. Hm. Da habe ich mich gerade an meine Deutschland-Lackierung gewöhnt. Elefantenrennen! Auf allen drei Spuren sind wir jetzt hier gerade hin. Wow, ich war fast auf 90. ich war auf 87 gerade. Oh, hier geht's bergab. Ach, 90, perfekt. Ich muss gerade abbremsen, der ist vor mir gerade reingezogen. Oh. Ach, Kasseler Berge sind wir, ja? Ja. Mann, ich fahre gerade mit 60 hoch, weil ich abbremsen musste. Mann! Kasseler Berge sind anstrengend. Ja, sorry, ich hab aus Versehen wieder Gas gegeben. Geht wieder bergab, kann ich nichts für. Was ist denn da alles passiert? Really? Was war das denn jetzt? Hast du gesehen, dass er nach links ausgeschert ist? Ja, der ist mir reingefahren, der Herr Q. Alex. Aber. Der, der gerade abfährt, oder wer? Nö. Sind zwei, vier, weg, Report. Oh, 65. Ich halte die 59 gerade. Jetzt geht's. Ja, jetzt hole ich wieder ein bisschen Gas. Bitte links halten. Jetzt wo ich wieder, ja, jetzt bin ich wieder Gas.
Und die Pings sind heute aber auch am Point auf dem Server. Die sind, ja, ja, 59, ja. Mhm. Ja, es geht runter auf 37, 34. Die machen eine Erkundungstour, die beiden, oder die haben Mitschka-Simulation an. Oder die machen einfach eine kurze Pause. Ja. Da kommen die Beine doch nicht die Auffahrt hoch. Ach, jetzt. Die sind kurz stehen geblieben, die Beine. Was hatte ich gestern? Da sind auch welche von der Auffahrt hoch. Dann bin ich halt auf der linken Überholspur gefahren. Die haben sich sogar bedankt, dass ich Platz gemacht habe. Mit dem Blinkern oder haben sie es geschrieben? Mit dem Blinker. Ah. Das noch nie so beobachtet, wie man jemanden mit dem Blinker bedankt. Ach doch, hab ich schon oft. Ist gar nicht, wie ich das bemerken würde. Das siehst du dann, warte, zeig ich dir mal, warte. Bitte links halten. Ich bin ja eh vor dir, ne? Also ich kann ja den Blinker sowieso nicht sehen. Keine Ahnung, ist es so links, rechts, links oder woran liegt's? Hm, das wird dann, ne, zeigt ja. Wird dann immer so. Aber nur links, rechts, links oder wie? Ja. Oder halt so, also Warnblinker. Hm. Ich lasse wieder vorbei. Ja, bin gerade mal auf 95 gerade. Also ich komme auch irgendwie gerade nicht näher zu dir, ne? Wir halten gerade die ganze Zeit denselben Abstand. Ja. Dabei lasse ich mich schon rollen. Na, ich war gerade nur 90. Hebe Flugzeug ab.
Kein Problem. Ich finde eine neue Route. Ich will nicht wissen, was die Beinkraft gedacht haben. Achtung, da steht, da steht, da steht, da steht. Jo. Bester Parkplatz, Kappa. Mhm. Könnte auch eine Motor-Free-Funktion gewesen sein. Das kann auch sein. Kennst du eigentlich Attack on Titan? Sag mir was, ja. War nicht geguckt, oder wie? Nö. Okay. Hab das nämlich letztens wieder angefangen zu gucken. Einfach nochmal so Rewatch. Mhm. Kommt ein fucking Betrayal einfach in der 31. Folge. Oh, wow. Das ist mir heute mal aufgefallen. Der blinkt jetzt, dass er rein will, aber der ist noch nicht durch. Ja, zieh doch rein, Kollege. Du hast genug Platz. Ich werd dich gleich eh wieder einholen. Bin bergab schneller als du. Wobei, ist kein bergab, schade. Er zieht mich gerade ab. Oh. Ja, das ist halt eine fucking Schleichwerbung, die ich habe. Ich darf das aber auch. Ein Darfschein. Ding ist halt, ich würde auch mehr Aufträge mit meinem eigenen Trailer machen, wenn es bessere externe Aufträge geben würde. Ja. Irgendwie sind heute die Voice Cracks extrem schlimm. Ich habe noch nächsten Samstag, den ich zocken kann. Am 20.04. bin ich nicht zu Hause. Wie bist du nicht zu Hause? Ich bin am 20.04. nicht zu Hause. Warum? Weil ich da auf dem 96. meines Vaters und meiner Schwiegermutter bin. Die haben denselben Scherz, also die haben den Scherz selber gebracht. Mein Vater wird 56. Ja. Und meine Schwiegermutter 40. Deswegen der 96. Geburtstag, weil die haben am selben Tag Geburtstag. Ja, gut. Das ist meinem Vater damals direkt ins Auge gesprungen, als sie sich bei ihm beworben hatte. Ah, okay. Ja, hat er direkt sympathisch. Ja, also am Freitag haben sie Geburtstag, übernächste Woche am 19. Mhm. Und am 20. feiern wir. Ja, gut. Ich bin im Überlegen nochmal so solche Ballons zu kaufen. Was so eine 96. Aber ich mach das. Ich muss mal die Tage zu Teddy. Ich muss mir eine 9. Zu Teddy. Ich muss mir eine 9 ohne 6 kaufen.
rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Nimm die Ausfahrt rechts. Er bremst verliert. Biege nach rechts ab. Die Kurve war ja angenehm. Also anscheinend hat wirklich diese eine Option bei mir das Bett wie gefixt. Ja, siehst du. Beim letzten Mal ist der halt auch nicht abgestürzt. Nachdem ich den Haken drin hatte. Hm. Ach, irgendwann muss ich wieder meine Füße auf meine Pitta einlegen. Ich fahr die ganze Zeit nur mit Tempomat. Ja, Dito. Junge, diese Hupe von dem. Kennst du eigentlich auch so, so ein paar ETS-YouTuber, die meistens solche Compilations zusammen machen? Ja. Beispielsweise Tony. Ja. Ich hab den mal irgendwo mal so richtig komplett random mal so gesehen. Und dann gab's noch eine andere, hab den Namen gerade vergessen. Es gibt einige, aber wen ich sehr gerne gucke, ist Chris Maximus. Ja, den kenne ich nicht. Der macht sehr viel über ETS. Und ich habe jetzt letztens erfahren, dass ein Admin, den ich sehr wirklich verfolgt habe, auch auf Twitch, dass er vor 2 Jahren einfach gestorben ist. Oh. Die gute Speedy. Wow. Ich fand schön, dass ich gerade kurz die Verbindung zu SpatV verloren habe. Im Server. Ja, das passiert ab und zu mal. Ja. Die Hupe von Paddy Bros. Was hat ein Paddy für eine Hupe? Achso, die. Das Ding ist, ich höre die Hupe gar nicht, IC. Keine Ahnung. Andere hören sie, ich höre sie nicht. Tunnel. Aber ich höre eine Clownshupe. Bist du rein? Mir ist dunkel, kommst du raus, wird's wieder hell. Ja, mal gucken, wenn ich mir mal die ganzen DLCs für ATS mal gönne. Um da mal zu fahren. Also ATS macht auch Spaß, vor allem kannst du da ja schön richtig lange Trailer fahren. Und dann Ausfahrt rechts nehmen. Und das ist auch echt so, Grafik haben die das echt geil gemacht. Nimm die Ausfahrt rechts. Okay, mein Navi lotst mich hier über diese Raststätte. Biege nach links. Meins auch, ich fahre jetzt hier aber geradeaus. Route ja, ich auch. Rechnen. Ich war kurz verwirrt. Ja, ich war auch verwirrt. Aber ja, wir haben wenigstens schon mal die Strecke erkundet. Ja. Ich war gerade verwirrt, warum mich mein Navi über die Raststätte schickt. War halt kürzer. Herzlich willkommen in die Schweiz. In Schweizerdeutsch. Die Schweiz. Kennst du eigentlich auch so die ganzen Horrorfilme auf Schweizerdeutsch? Nee. Oh boah, das Buch der Geist im Hütli. Da war es auch bei sich. Ich habe einen Film angeguckt, wo ich gelesen habe, dass da ein zweiter Teil von kommt. Von Smile. Mit irgendwo eine Strecke hier in ETS, da hast du solche Melodiestreifen. B
Demnächst rechts abbiegen. Ja, ich weiß aber noch nicht wo. Das war in Schweden, glaube ich. Ach, jetzt bremsen. Jetzt muss ich bremsen. Nein, bremst nicht. Rechts ab. Hat doch nur die Bremse getippt. Ja. Okay, bei mir bist du voll durch die Leitplanke. Okay. Okay. Bist du auch? Hab auch was berührt. Aber das Ding ist, das hatte ich bei euch damals auch die ganze Zeit, dass ihr bei mir durch die ganzen Leitplanken fahrt. Das Schild war nie da, da stand nie ein Vorfahrtgewehrschild. Dass wir wieder auf 90 kommen und dann wieder Tempomat rein. Immer geradeaus. Des Tages vertrauen und keinem vor, zum Mann Laktose intolerant ist und man am Tag vorher Käse gefordert hat. Kann ich nicht mitsprechen. Kann alles essen. Aber ich schätze mal, das ist nicht so geil. Ich hab vor ein paar Jahren rausgefunden, dass meine Schwester Laktose intolerant ist. Links halten. Bleiben Sie immer geradeaus. Wir mussten immer laktosefreie Milch besorgen. Immer geradeaus. Oh, und vor allem ist die laktosefreie Milch so teuer. Ja. Ich habe mal letztens bei mir so nachgeschaut. Ich finde irgendwie gar keine normale Milch mehr. Okay. Oder ich habe einfach falsch geguckt, aber ich habe mir mal so halt so nebenbei mal so Milch geholt, weil ich mal so dachte, ja komm, ich trinke mal wieder ein bisschen Milch, so kurz vor Schlafen gehen. Ich meine, hilft das ein bisschen. Ja. Immer geradeaus. Ich hab's bisher nicht einmal angefasst. Oh, wow. Der Muffin ist der Einzige, der wirklich dran denkt, dass ich hydriert bleibe, auch wenn es Eistee ist. Das Ding ist, ich frag mich jetzt immer noch, woher Wolfhunter, also einer meiner Mods, 4 Millionen Kanalpunkte er hat. Das war jetzt wie da sein und laufen lassen. Er ist seit letztem Jahr, seit letztem Jahr erst wieder da. Okay. Hit 3 Subs wie sonst was. Nimm die Ausfahrt rechts. Und halt, glaube ich, sehr viel im Lurk, glaube ich. Leitplanke ist zum Leiten da. Naja, Aufliegerschaden. Auflieger und Fahrzeugschaden. Wieso komme ich denn die ganze Zeit mit dem Scheiß-Trailer irgendwo gegen, Alter? Mit allen anderen Trailern komme ich noch irgendwo gegen. Der ist fix. Ich fahre nie wieder Construction-Dinger, Alter. Ich komme immer irgendwo gegen. Da ist ein Heißluftballon. Das ist die Billigkopie von Adventure Explorer. Ah, ihr Noobs, Alter, ihr habt einen Heißluftballon. Ich hab einen Zeppelin, ihr Fotzen. Cheated? Nee, ich glaube, Wolf ist einfach nur sehr oft da im Lurk und schreibt einfach mal gar nichts. Ist auch okay. Ist total okay. Ja, ist auch Support, ne? Ja. So, ich habe jetzt auch wohin eigentlich eine Möglichkeit gefunden, wie ich den TikTok-Chat ohne Pop-Up-Chat bei mir einblenden kann. Okay. Problem an der ganzen Sache ist, ich verliere die ganze Zeit dadurch die Verbindung zum TikTok-Stream. Oh wow. Nachdem ich das hatte. Habe es ausgemacht und bin jetzt wieder konstant live. Bin ich mega geil, Alter. Ja, ich habe jetzt einfach wieder die Kommentare deaktiviert. Ich hab Bock, hier mal einen Pop-Up-Chat offen zu halten. So Leute auf Twitch rüberkommen, gut ist.
Es geht wieder bergauf. Ich bin wieder auf 95, 75. Ich wollte gerade 95 sagen. Ja, die sind zwar geil zu fahren, aber ich komme irgendwie mit dem Scheiß irgendwo überall gegen. Und ich bin einfach gerade nicht so ganz bei der Sache. Ich habe auch keine Ahnung. Ich habe vorhin halt auch herausgefunden, dass ich bei FFZ einen Haken setzen kann, was für mich dann die Kanalpunkte automatisch sammelt. Das ist ein FFZ jetzt. Franklin, sonst sowas, aber das habe ich auch. Ja. Ich fand bei mir sammelt der auch automatisch Kanalpunkte ein. Ach ja, hier Franks, noch was. Ja, genau. Dieses Emotes-Ding. Ja. Neben BTTV. Ja. No action was there, ja, ja, hat die Schnauze. Und wir überlegen danach einfach auszumachen komplett. Mir ist heute irgendwie danach richtig mal so richtig schön noch zu chillen. Ja. Einfach mal so runterkommen. Nix da? Doch. Haben wir schon gestern viel zu viele, ey. Oh, da ist hinter dir einen, der kommt gerade näher. Immer geradeaus. Ja, überholt in der Kurve, ist in Ordnung, Bruder. Hast du auch gemerkt, was scheiße ist, in der Kurve zu überholen, Bruder, ja? Schön. Bin ich stolz auf dich. Hast du auch gerade gemerkt, ne? Ja, ja! Komm, Bruder, jetzt hast du die Chance überholt. Es regnet! Bei mir nicht. Na komm, Josef, du schaffst das. Ich glaub an dich. Komm, Josef, gib Gas, du schaffst das. Ich glaub an dich. Es geht auch gerade nur bergauf. Komm, gib Gas. Du schaffst das. Sehr schön, Josef. Ich bin stolz auf dich. Jetzt muss er nur noch mich kriegen. Jetzt, wo es wieder eben ist. Ja, okay, er kriegt mich. Wie fährt er denn? Alter. Wo fährt er denn? Wollt ihr hier aber
Das ist aber schön, dass wir gerade beide selbe Reaktion hatten. Da war es, als wollte er immer Looping fahren. Ja. Einfach hier, Doc Hudson, Alter. Ja. Hudson Hornet. Boah, ich finde das ja mega schön hier, ne? Ja. Da kommt noch jemand von Heaton. Hm. Einfach reporten wegen gefährlichem Fahren. Was soll ich, der kommt und der hat einen Speed drauf. Wie einfach ist eigentlich dieses Bett wie, was ihr nutzt in der Bedienung? Muss einfach nur laufen lassen, kurz bewerben. Alter. Nur kurze Bewerbung schreiben, dass ich dich da aufnehmen kann und einfach nebenbei laufen lassen. Ihr wollt kuscheln, hast du gesehen? Ja, ja. Aber ich hab. Nee, ich will nicht. Ich hätte eher so auf Frauen. Du hast ja gar nicht, vielleicht ist das ja eine Frau. Ja, aber wie gesagt, das Bett wie musst du einfach nur nebenbei laufen lassen. Musst du, wie gesagt, nur eine kurze Bewerbung an dieser virtuellen Spedition abgeben, dass ich annehmen kann. Wenn ich die angenommen habe, musst du dann die Annahme selber annehmen. Keine Ahnung, warum das so ist. Dann bist du in der Spedition drin und dann musst du einfach nur, wenn dessen du in Truckers MP bist, das Ganze nebenbei offen halten. Das ist aber auch so krass, ne? Wenn ich dich angenommen habe, musst du die Annahme annehmen. Auch geil. Ja, ich glaube, das ist, um Bots zu, fair zu halten. Ja. Ja, und dann, wenn du halt selber mitfährst über die Spedition, werden dann deine ganzen Aufträge in den Discord gepostet bei Spedition oder Bad V Cody's Transports. Hab extra vor ein paar Tagen so einen Channel eingerichtet. Nee, ich mach mal keine Erkundungstour, es regnet ziemlich stark. Ich werd die Kurve nicht machen jetzt. Angst, Potter? Träum weiter. Ich hab zwar nichts mit Harry Potter zu tun, aber die Line kenn ich. Die glaub, die kennt jeder. I am your father. Na, ah. The fuck you mean? Ah. Erste Maut. Und 3. Yay. Telepass ist links. Perfekt. Das war jetzt Telepass mit 30. Arm, geh auf. Danke. Habe ich alles schon gesehen? Ja, wollte mich schon vergewissern, dass es so einfach ist, wie es wirkt. Ja, muss Visa einfach nur laufen lassen. Nebenbei. Oh, ich hatte auch schon eine Spedition, die wollte dann eine elendig lange Bewerbung haben, aber gesagt. Ist was, fickt euch. Jetzt darfst du reinziehen. Darf ich? Perfekt. Ja. Wir haben nur sehr wenig Abstand zueinander. Ja, aber Muffin, wenn du mitfahren möchtest, feel free. Ich war mir auch bisher unsicher, wie das mit der VTC läuft, wenn ich die Mitgliedsanzahl erreicht habe. Weil ich konnte normalerweise nur 6 einstellen. Okay. Wir sind mittlerweile 7. Ja. Auch wenn da steht 6 von 6, du kannst den 7. einstellen. Ja, guck mal, wir haben unsere Freunde wiedergefunden. Schleicht ihr denn hier so? Weil er dann automatisch irgendwann das von 6 zu 6 zu 7 zu 7 ergänzt. Ah. Wenn du Leute einstellst. Das hatte ich nämlich letztens bei Mike gehabt. Irgendwie sind wir sind hier nicht bei der Formel 1, Alter. Ich habe ein wenig Angst. Potter? Mhm. So wie die beiden fahren, ja.
Wir sind ja schon bald da. Ja. Bitte links halten. Du, ich muss rüber, ne? Ja, ich hab mal Platz gemacht. Ja, danke. Ich hab mitgedacht. Wollte mich nur kurz vergewissern, ob das eine dreispurige oder eine zweispurige links ist. Oh, danke schön. Das habe ich gesehen. Was denn? Ja, dass du dich bedankt hast. Ja. Das habe ich sogar gesehen. Ja. Ich habe nur drauf gewartet, actually. Ich mache das tatsächlich immer. Ah ja, ich empfehle dir, wenn du eine Yacht fahrst, fahr nicht hier durch. Okay. Könnte eng werden. Wo durch meinst du? Durch die Brücke. Ah. Könnte eng werden, ich spreche aus Erfahrung. Bin schon mal so der scheiß Brücke hängen geblieben. Aber ich glaube, das war mit der Lok. War ziemlich. Ja. Oh, nächste Maut. Und wir müssen abbiegen. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Nimm die Ausfahrt rechts. Steht jetzt auf unserer Seite oder steht auf der anderen Seite? Ich glaube, oder steht auf der anderen. Auf der anderen, ja. Ja. Oh Gott! Ja, ich hab mit der Schranke gebremst. Jo, kannst. Heute aber auch so ein Mischmasch-Stream gemacht, ne? Ja, war mal schön. Halbe Stunde GTA RP, okay, danach glaube ich ein, zwei Stunden Leave the Company. Dann wieder RP, dann jetzt ETS. Fuck, wie ist das hier? Hilfe? Ich will hier raus? Muss hier abbremsen? Oh Gott. Nee, doch nicht. Oh Mann, extra auf die Bremse gegangen. Hat mir gerade nicht so ganz geheuer aus. Die Abfahrt, die Ausfahrt. Aber es hört auf zu regnen langsam. Auf die letzten 100 Kilometer. Yeah. Hinter uns ist jemand. Ja. Der Serda 0634. Oh Gott, ich glaube die Kurve da vorne. Oh Gott. Ja, okay. Ja, die ging aber. Ja, ich hab nichts riskiert. Sieht schlimmer aus, als wie sie ist. Ja, da habt ihr dann auch gerade realisiert. Ich hatte jetzt halt dieses links-rechts. Ja, ja. Könnte nicht gut enden. Und dann beim Abbremsen gemerkt, ja, ich hab das easy hinbekommen. Bitte rechts halten. Für den Abbremsen nicht du wär. Oder bist du durchgekommen? Bin die eine Kurve komplett durchgezogen. Wer macht denn so eine Kurve, Alter? Die Italiener! Meine Fresse!
Kein Wunder, dass die 2014 bei der WM verschissen haben gegen Deutschland, Alter, beim Elfmeterschießen. Ja, die schießen ja nur die Kurve. Ja, Wolf, was gibt's denn? Ja, das mit Lebenshoffe, ja, ist halt ein bisschen schade, dass man da keine Dateien anhängen kann. Ich brauch keine Ultra-Bewerbung und auch keinen Lebenslauf. Nimm die Ausfahrt rechts. Weißt du, wie es bei Tim, Davis und Corsi wie in Perfect Heist 2? Ich glaube, die wollen morgen spielen. Also zumindest versuchen wir jetzt aktuell, das jede Woche einmal zu spielen. Auf Freitag, Samstag. Sagen, hast du ein bisschen gerade Wolf genannt? Oh! Ich hab, ja. Gut, nee, ja, sorry, ihr habt dieselbe Farbe. Hi, Missy! Sorry, Bro. Ey, die haben dieselbe Farbe, deswegen kam ich da kurz auseinander. Nee, haben sie nicht? Bist du besoffen? In der Meinung, Wolfhunter war auch Auswärts rechts gelb. Wolfhunter, ne? Nicht Wolf so. To Games. Nimm die Auswärts rechts. Ich hab nur das Motzenbull gesehen und gelbe Farbe, dachte mir halt direkt so Wolf, okay. Klar, also keine Ahnung, ob die heute noch spielen wollen. Ich werde vermutlich gleich ausmachen, aber ich schon mal ein bisschen ausruhen und so alles. Ein bisschen runterkommen von der Woche. Ja, wir musst du halt die beiden mal fragen oder halt mal die ganzen Co. mal fragen. Weil ich glaube, die sind alle noch IC. O'Connor war in einem Einsatz wohin? Bevor ich offline gegangen bin. Tim war Dynasty-Dienst. Ja. Aber nee, Farbe bin ich nicht. Ich habe nur das Mod-Symbol gesehen und halt die gelbe Farbe. Hab direkt Wolf assoziiert. Aber wann kommt's denn mal, dass Missy bei mir in den Chat reinschreibt? Die lurkt doch die ganze Zeit nur. Guck mal, diese Lurker. Schlimm ja. Mit denen. Sorry, Bro. Demnächst links abbiegen. Ja, habt sich auch lieb. Fährst du lang? Links ab. Ich muss hier hinten abgeben. Okay. Oh! Oh! Kurve schneiden! Oh, oh Gott! Bin viel zu früh in die Kurve rein. Siehste, wird Zeit, dass ich wieder ausruhe, Alter. Ich fahre überall gegen, schneid die Kurve. Demnächst rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Missy muss aber auch mal mitmachen bei Fuckers MP. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Und ja, Missy, du kannst dafür auch unsichtbar bleiben. Ich bin ja selber unsichtbar auf Steam. Biege nach rechts ab. Man trifft sich hier drinne. Biege nach links ab. Du kriegst ja immer wieder ganz viele Nachrichten. Chucker, spielst ETS oder was? Vermutlich. Hier endet es. So, dann müsste der Raum oder halt der Channel ja Clash mit zwei Aufträgen vorgespannt werden. Sobald der ins Bett wie weg ist mit dem Auftrag beenden. Also wenn man sich trifft, rennt richtig mit 90 von der Seite. Ach, Klackerfan. Ja, da ist mein Auftrag. Ich habe deinen gerade nur mit abgerechnet. Mal gucken, wann deiner auftaucht. Oder du musst halt wirklich in der Spat wie Dingens auf bestätigen drücken. Ja, da ist deiner jetzt.
Na gut, nee, dann machst du es wirklich. Ja. Gutti, dann wünsche ich dir was. Jo, stille. Oh. Also wenn man es, ja, okay. Aber gesehen, Pro-Mods wird auch unterstützt, finde ich gut. Ja, gut, ich bin jetzt nicht so der Fan von Pro-Mods. Finde ich early. Also, ich finde zwar schön, dass Deutschland so wirklich treu, also maßgetreu ist. Aber irgendwie, keine Ahnung. Muss es jetzt sein, Digga. Ja, da ist die ganze Map ja detailgetreu, 1:1. Das weiß ich ja. So. Wen traden wir denn? Na, fast bis in den Ort fahren, wo ich vorher gewohnt habe, fahren. Nice. So, dann würde ich aber mal sagen, ich muss mir gerade so doll nach vorne lehnen, weil das Lenker im Weg ist. Raiden mal, liebe Pantris, die spielt nämlich gerade Palia. Und ja, auf jeden Fall, ich bedanke mich fürs Einschalten. Ich werde jetzt wirklich nur nochmal den Abend nutzen, mich nochmal auszuruhen. Morgen werden wir uns vermutlich auch nicht hören. Es war jetzt Sonntag und ich habe um 17 Uhr noch was vor. Also werde ich da auch nicht live kommen können. Und ja. Wir würden uns entweder Montag hören oder allerspätestens Dienstag, je nachdem, wie es Montag auf der Arbeit abläuft. Das ist ja meistens der schlimmste Tag in der Woche. Aber gut, auf jeden Fall, wie gesagt, danke schön fürs Einschalten. Haut rein, bis die Tage. Ciao, ciao.